Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Potions Permit in einer neuen Aufnahmesession. Und dieses Mal, ja, werden wir ähnliche Dinge weiter fortführen wie zuletzt, aber auch Beziehung voranbringen. Vielleicht auch mal gucken, dass wir mit Martha da mal in einen nächsten Abschnitt kommen, um uns vielleicht näher zu kommen. Aber das sind wir noch weit von entfernt, aber das wäre halt mal eine Idee, Flüssigdünner herstellen. Ach genau, das hier können wir in Rayna abliefern. Dann machen wir das vielleicht mal als erstes, Hundi. Der Rayna, dann regeln wir das doch mal eben. Und? Okay, er kann ihn nicht finden, oder was? Ist er hier? Nee, der ist doch nicht hier. Und was ist da los? So geht das nicht. Gut, wir wissen ja eigentlich, wo er sein könnte oben. Und wir müssen weiterhin Kohle verdienen. So 2000 ist ja jetzt immer so für alles so das Minimum. Das heißt, wir müssen dann die Nebenjobs machen. Boah, das sind so jetzt gerade die Dinge, die wir zu tun haben. Da schläft noch die Schwester. Da kommt der Vater. Wundere dich nicht, dass ich hier in deinem Haus bin. Da ist er. Nee, das ist nicht Rainer, das ist der Luke. Ups. Da habe ich mich vertan. Rainer ist ja der der Dingens, der komm, wir können ja eben mit einem reden. Der für uns der Holzmeister ist hier. Der Tischler. Laura, bleib stehen. Ich muss noch mit dir reden. So. Der Schreiner, genau. Kam ich gerade nicht drauf. Ja, jetzt ist die Stadt ja erstmal erwacht hier aus ihrem Schlafkoma. Ach, guck mal, wer da unten ist. Ach, guck mal, wer hier überhaupt alles ist. Alle sind sie hier. Eine Stadt erwacht gerade zum Leben. Wunder, wunderbar. Martha. Ah, bei ihr müssen wir noch das nächste Event triggern quasi. Okay. Bei Rü steigen wir und bei Rü können wir jetzt auch mal noch mehr steigen. Haben wir jetzt ein bisschen ein paar Mondenecken parat. Was haben wir denn hier an Nova und Olive? Alle Waren, die ihr bestellt habt, sind gerade bei einem Ranger-Posten eingetroffen. Ihr könnt eure Bestellung auch gerne bei uns abholen. Blümchen. Dienstag bis Sonntag, 9 Uhr bis 17 Uhr. 9 Uhr bis 17 Uhr haben wir gleich sogar. Und die waren da unten. Ich gehe sowieso nie groß zu Forest und Blümchen hin, weil die ja immer da sind, wo wir eigentlich nie hingehen, wenn ich ehrlich bin. Ach, guck mal hier, Jorn. Den mag ich irgendwie. Steigen wir auch nochmal beim nächsten Mal reden. Sind wir da bei ihm dann auch gestiegen? Könnte auch mal eben bei der Polizeiwache aushelfen, wenn ich hier gerade schon mal bin. Meine Kohle müssen wir eh verdienen. Dann machen wir es jetzt schon mal. Wir sind ja immer noch in Zeit der Event-Geschichte. Alles noch im Rahmen. Und heute ist Sonntag. Da sollte es ja gehen. Nice. Yippee. Ach nee, es ist Montag. Ah, das wird wohl nicht gehen, ne? Es ist Montag. Dienstag bis Sonntag. Genau jetzt nicht. Gut, da gucken wir mal. Montag bis Sonntag. An Rayna, ich möchte ein paar schicke Möbel für mein Zimmer kaufen. Kann ich deine Möbelkollektion bei Bauen und Einrichten anschauen? Bis bald, Helene. Also zum Möbelladen, 8 bis 15 Uhr. Das passt, da müssen wir eh hin. Dann können wir das ja machen. Gehen wir zum Schreiner, dann haben wir direkt zwei Aufgaben zusammen erledigt. Sehen wir das Event hier. Mit denen haben wir ja schon gequatscht, mit beiden. Umso besser.
Müssen wir auch gleich mal in die Kirche gehen zum Aushelfen dort. Aber erstmal das Event hier. Du hast also diesen Monat keine neuen Möbel entworfen. Ich habe nur das am Möbel, was du hier siehst. Das sieht auch alles ein bisschen ranzig aus, wenn man ehrlich ist, ne? Schön ist nicht. Ach, weißt du, ich suche nach etwas Schickerem. Ich hätte gern etwas Besonderes, etwas, das man sonst nirgendwo findet. Ich möchte meinem Zimmer etwas frischen Glanz verpassen. Ja, ich schätze, da ließ sich was machen. Ich könnte ja mehr Möbel herstellen, wenn ich wollte. Aber dazu ist meine Sägemaschine nicht gut genug. Müsste sie erst verbessern. Oh. Ich habe auch im letzten Monat schon Materialien bei den Rangern bestellt. Aber die sind noch nicht angekommen. Außerdem gibt es eigentlich keine großen Nachfragen. Noch mehr Möbelvarianten. Ein Problem geht nicht weg, wenn du es ignorierst. Außerdem sind deine Möbel altmodisch. Ja, das schon. Die Qualität eines Produktes verrät einem viel über den Charakter der Person, der sie erschaffen hat. Deine Produkte haben zwar eine tolle Qualität, aber sie sind langweilig. Dann werde ich wohl mal mit dem Ranger sprechen. Wie bist du auch die blöde Säge dann wahrscheinlich? Erst zuletzt den Tisch und jetzt das. Naja, erstmal reden wir hier mit Rainer. Und zwar quatschen erstmal normal mit ihm. Zack, da sind wir gestiegen. Und dann machen wir hier direkt nochmal die nächste Steigerung. Wollen ja mal ein bisschen die Beziehung auffrischen. Und hier geben wir das einmal ab. Du hast die Sachen, die ich brauche. Gut, gehen wir gleich in meine Werkstatt. Wir sind in deiner Werkstatt. Okay. Ja, ich kann einen Schlüssel für das Schränkchen herstellen. Aber das braucht seine Zeit. Ich gebe dir morgen Bescheid, wenn ich fertig bin, ja? Sehr schön, dann kommen wir nämlich da an die Geheimnisse des Vaters von ihm dran. Können wir jetzt gerade mit ihm auch nochmal reden. Auch da steigen wir bald zur nächsten Stufe auf. Joa, es wird ja. Gut, jetzt gehen wir aber erstmal zur Kirche, denn da würde ich gerne nochmal aushelfen. Bisschen Geld verdienen. Falls ihr euch wundert, warum ich immer so ab und zu rolle, das gibt Errungenschaft, wenn man 1000-mal gerollt ist, gerollt hat, gerollt sein werden könnte. So, Presse, Weintrauben, 10 Säcke. Ich mache mal den Controller wieder unterm Schreibtisch, das ist nicht so laut. Wenn ich hier die Tasten spamme. Nice. So, ja, 125 ist halt alles lächerlich, ne? Wenn man das so die Summe sieht. Naja. So, mit ihr nochmal quatschen. Und dann. Oh. Merci. Achso, mit ihr haben wir schon geredet. Dann gehen wir mal ins Rathaus. Das können wir nicht mehr. Das hat nur bis 15 Uhr offen. Gut, 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 gut. Dann gehen wir mal zum Wald. Und zwar gehen wir mal wieder die Basics holen. Denn uns gehen so langsam die Materialien aus. In jeglicher Hinsicht. Da müssen wir auch mal wieder, zu den Basics zurückkehren. Da brauchen wir mal wieder den Standard-Krams. Aber es geht ja jetzt mit den Werkzeugen ultra schnell. 2 Schläge pro Sache. Wie gesagt, das muss jetzt mal wieder sein. Da waren wir jetzt lange nicht mehr hier im ersten Gebiet. Aber hier geht ja alles echt easy von der Hand. Wir müssen ja gucken, können mit der Ausdauer wahrscheinlich hier den ganzen gesamten ersten Abschnitt schaffen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, Holz und Stein kriegt man jetzt hier nicht so viel, aber du kriegst ja hier einen gewissen Harz, den du oben in diesen anderen Regionen halt nicht bekommst.
Oder gewisse Nuggets, die du halt oben, da kriegst halt die besseren Formen von. Deswegen mache ich auch Holz und Stein hier. Sonst würde ich das jetzt hier nicht machen, nur wegen Holz und Stein, weil das lohnt sich dann wirklich nicht. Weil wir hinten einfach viel mehr kriegen. Wir kommen hier rucki zucki durch. Zum Beispiel Eisenerz finden wir oben gar nicht mehr. Dieses schlechte Material, das kriegen wir nur noch, Silber- oder Goldnuggets. Genau wie dieses Harz, was wir hier gerade gesammelt haben. Tja. Aber manchmal braucht man halt einfach diese Kleinigkeiten hier. Wenn wir das mal wieder machen, ist auch gut. Dann haben wir wieder gut was aufgefüllt. Einmal den Wald wegknuspern. Dann gehen wir nochmal hier oben links lang. Es geht echt richtig zügig. Gut, wir können nicht mehr zu der Quelle. Dafür ist es zu spät. Müssen wir uns dann mit Essen weiterhelfen. Müssen wir sowieso mal gucken, dass ich vielleicht nochmal ein paar Sachen koche. Aber dazu brauchen wir jetzt hier auch wieder ein bisschen Ingwer und Gedöns. Also auch das schadet ja dann nicht. Und gewisse Sachen wie Knoblauch oder so müssen wir natürlich dann beim Bauernhof kaufen. Ups. Oh, hier oben noch mal. Müssen dann aber gucken, die haben jetzt die neue Aufgabe bekommen, da habe ich jetzt noch gar nicht weiter geschaut. Mit Blümchen sprechen, vielleicht schaffen wir das heute noch, vielleicht auch nicht, wenn nicht, dann erst am nächsten Tag. Ist auch nicht so wichtig jetzt, das sofort machen müssen. Aber generell sollte ich vielleicht mal öfters mit Forest reden und Blümchen, weil die liegen halt unterhalb immer meines Hauses unter dem Polizeiraum, da gehe ich nie lang. Weil zum Wald hier porte ich mich halt immer. Naja, den ganzen Abschnitt kriegen wir vielleicht doch nicht, wie ich dachte. Aber wir kommen schon gut voran. Vielleicht nasche ich auch gleich nochmal eine Kleinigkeit, dass wir den ganzen Abschnitt hier zumindest packen. Undi? Ah ne, das war, da waren wir die Zeit am Vergraben. Undi muss erst da buddeln. Oh, keine Ausdauer, während der Bär einen angreift. Nicht so geil. Aber schön, dass der Bär dann wartet, bis ich dann aufgetankt habe. So. Dann gehen wir mal kurz hier lang. Da braten wir die restliche Ausdauer. Dann ist auch gut. Wäre quasi im Mittelgebiet. Hier ist ja schon etwas mehr Ausdauer immer nötig bei den ganzen Sachen hier. Aber gerade das Anfangsgebiet haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, hat gerade so gereicht. Dann gehen wir mal eben hier hin. Vielleicht können wir nochmal Blümchen erwischen. Vielleicht klappt das noch.
Dann müssen wir auch danach schnell ins Bett. Hi, Osman. Ja, die ist natürlich um die Uhrzeit schon zu Hause. Da ist er auch. Nice. Wenn das Anfrage, da muss ich mal einen Blick in die Papiere, in Ranger-Posten werfen. Komm mit. Ich glaube, Forrest hat die Anfrage völlig vergessen. Liegt auf dem Boden. Kein Wunder, dass er noch auf die Materialien wartet. Du willst uns helfen, die Dinge zu beschaffen? Okay, hier ist deine Anfrage. Bring die Sachen dann nachher direkt zu ihm, ja? Was würzig schmeckender Saft? Süß schmeckender Saft. Aha. Interessante Anfrage. Wo würde man das denn kriegen? Das wäre wahrscheinlich hier oben. Die Baumfellmaschine. Das ist tatsächlich da hinten erst. Krass. Ja gut, dann müsst das auch nochmal warten. Wir hängen so ein bisschen hinterher, ne? Die neue Region. Da sind wir noch nicht so weit. Ah, Forrest, da ich dich mal erwische. Da ich dich so selten sehe, kriegst du auch mal von mir was geschenkt. Bei den beiden hängen wir echt hinterher. Ja gut, jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Und müssen mal am nächsten Tag gucken, dass wir noch mehr Geld verdienen und vielleicht dann mal den Kessel aufwerten. Dass wir den Flüssigdünner mal herstellen können, ne? Ich glaube, das wäre das nächste, was ich jetzt wirklich gerne angehen würde. Den Kessel verbessern und dann Flüssigdünner herstellen. Flüssigdünner. Ups. Ein Notfall, ich eile. Hallo, ich habe den Schlüssel für das Schränkchen fertig. Hier ist er. In der Aufgabe kommen wir jetzt auch voran. Mach es vorsichtig auf, damit du das Schloss nicht beschädigst. Wir sehen uns. Ja, reingehauen. So, Schrankschlüssel. Wen oder was haben wir hier liegen? Die Cassandra, ja, der helfen wir. Ich habe ein seltsames Gefühl, rechter Fuß. Auge, also rechtes Auge, rechter Fuß. Gucken wir erstmal ins Auge rein. Himmelblau, Pearling, direkt ins Auge geschüttet. Alles wieder gut. Und rechter Fuß. Diagnose. Der Arzt guckt sich langsam die Wunde an und entscheidet sich einmal nach rechts zu schauen, nach links, nach unten. Dann guckt er noch dreimal nach unten und zweimal nach links. Seine Blicke streifen weiterhin dreimal nach unten. Einmal nach rechts, einmal nach links und einmal nach unten. Und dabei kommt die Diagnose raus. Es muss sich um... den violetten Nebel handeln, beziehungsweise um Beulen. Und das können wir sofort behandeln. Wunderbar. Cassandra. Behandlung abgeschlossen. Yay. Du hast mir geholfen, Extreme. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Yo, nice. 488 Geld. Das Geld ist auf jeden Fall super nice. So. Wir gehen mal zum Polizeirevier und erledigen mal die Aufgabe. Das kam ja zwischendurch hier mal. Ach, das ist ja Osmans Haus. Jedes Mal falle ich drauf rein. Aber zuerst einmal, ich habe das Wichtigste des Tages vergessen, den Hund zu streicheln. Denn auch das gibt noch eine Errungenschaft, wenn man ihn 50 mal streichelt. Und das würde ich zumindest mal... verschlossen? Ach, um 8. Ja, meine geliebte Gemeinde. Kirche, Sozelia. 6.30 Uhr bis 12 Uhr. Montags bis sonntags. Das können wir vielleicht als nächstes machen. Aber erstmal bis 8 Uhr warten. Da ich so ungeduldig bin und produktiv sein will... hätte ich auch zuerst in die Küche. 6.30 Uhr, das kriegen wir hin. Danach noch zur Polizeirevier. Machen wir.
So. So, Celia. Was ist passiert, Nova? Ach. Und gut, ich habe nur eben an meinen verstorbenen Mann gedacht. Ich hoffe, er hat mein Gebete all die Jahre gehört. Hören die Leute da oben unsere Gebete? Keine Gebete bleiben in dieser Welt ungehört. Natürlich kann es sein, dass du nicht die erwartete Antwort bekommst. Ihre Botschaften werden auf unergründlichem Wege übermittelt. Vermisse ich ihn sehr. Deine letzte Bitte war, dass ich unsere Modemarke weiterführe, und das tue ich. Sehr ätzend, wie ich bin. Was ich außerdem noch machen soll, weiß ich nicht. Würdet ihr auch für ihn beten? Natürlich. Lasst uns gemeinsam für ihn beten. Jedes Gebet ist von Bedeutung. Vor allem, wenn mehrere Gebete von denen gleichen Hoffnungen erfüllt sind. Vielen Dank. Aha. Wunderschön. Jetzt sind wir bei der komischen Schrulle da gestiegen. 8 Uhr. Immer diese Uhrzeit. Dann rolle ich halt jetzt mal ein paar Mal im Kreis, bis wir 8 Uhr haben. Kann ich nicht mehr rollen, weil erschöpft. So, jetzt machen wir hier nochmal eben die Arbeit und dann gehen wir zum Polizeirevier und lösen dann zum Ende der Folge nochmal die Aufgabe. Auch wenn wir schon ein bisschen drüber sind, aber das machen wir dann nochmal eben. So viel Zeit muss sein. So, geschafft. Wunderbar, ein bisschen Kohle in der Kasse. Wir haben jetzt über 2000, könnten wir vielleicht auch mal, weißt du was, die kriegt auch was von mir, die Marielle. Marielle, die Medienfrau. Und dann könnten wir vielleicht unser Kessel auf... Oh, die Dusche wieder. Die extra gewartet, damit du dumm rumlabern kannst. So, Osman. Wir reden mit Osman. Können auch gleichzeitig danach nochmal im Polizeirevier arbeiten. Hilft alles. Oh, ich wollte eigentlich erst mit ihm reden. Aber okay, da machen wir das mal eben so. Zack, 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 zack. Oh. Gefällt. Auch das haben wir hinter uns. So. Ah, der ist jetzt weg. Egal, dann reden wir erst mit Osman ganz normal. Mhm, da sind wir bald auch Level Up. Und Bankschlüssel. Du hast endlich den Schlüssel. Dann gehen wir direkt zum Polizeirevier. Wir sind im Polizeirevier. Finde immer, die orangen Gläser sehen aus wie Marmelade. Ja. Kann ja auch vielleicht sein. Ich weiß es nicht. Bitteschön, aber warum das Polizeirevier Marmelade aussortiert, ich weiß es nicht. Das sind die Dokumente zum Unfall auf den schimmernden Eisberg, die mein Vater verwahrt hat. Die seht ihr an. Achso, das soll Tinte sein. Okay, ja, keine Ahnung. Hm. Hast du einen Hinweis darauf gefunden, was zu tun ist? Nein. Nein, das sind nicht die Aufzeichnungen meines Vaters. Sie gehörten dem zur Zeit des Unfalls verantwortlichen Alchemie-Genies. Mein Vater war während der Ereignisse, auf die sich diese Dokumente beziehen, im Dienst. Er war ein fleißiger Mann, ein engagierter Polizist, aber dieser Unfall mit dem Chemikalien war eine Katastrophe. Er rettete so viele Überlebende, wie er nur konnte.
aber seine besten Freund hatte er nicht rechtzeitig gefunden. Hughes, so hieß sein Freund. Er war das leitende Alchemie-Genie aus der Hauptstadt und war zur Feldforschung im Mondberg. Nach den Ereignissen damals betrachten viele mein Vater als Helden. Er war von Schuldgefühlen geplagt, er konnte es sich nicht verzeihen, dass er seinen Freund nicht hatte retten können. Und dann verschlimmert sich die Situation noch. Der Hass, den man hier auf das Alchemistenrat empfand, wurde stärker. Alle glauben Lewis die Schuld an dem fehlgeschlagenen Alle gaben Lewis die Schuld. Und so hat mein Vater jedes Dokument aufbewahrt und jede Information über den Unfall festgehalten. Er wollte beweisen, dass sein bester Freund keine Schuld an den Unfall trug. Doch er verstarb, ehe ihm das gelang. Jetzt kennst du die Geschichte und ich hoffe, dass du da etwas aus dem Wissen machst. Puh, wir werden sehen. Experiment auf schimmernden Eisberg, Tag 61. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, die seltsame Substanz aus dem Boden zu entfernen. Das Wetter war in den letzten Tagen extrem. Wir haben den Befehl zum Abbruch der Expedition erhalten und sollen in die Hauptstadt zurückkehren. Jede weitere Aufenthalt ist gefährlich. Wir können hier aber nicht aufgeben. Wir brauchen einfach mehr Zeit. Alle Mitglieder der Expedition denken wie ich. Wir werden daher bleiben, bis wir diese seltsame Substanz aus dem Boden entfernt haben. Und wir werden die Konsequenzen tragen. Ich erinnere mich daran, dass Oswald uns vor der Gefahr warnte. Er wirkte nervös, aber wir haben ihm versprochen, dass wir sofort aufbrechen werden, wenn eine Lawine abgeht. Außerdem hatte ich eine freudige Nachricht. Er erwartete bald einen kleinen Jungen. Wir freuen uns sehr für ihn. Nach dieser Expedition besuchen wir seine Familie. Die Uhr tickt. Wegen der drohenden Gefahr sind wir unruhig. Wir freuen uns auf die Ergebnisse dieser Expedition. Diese Blumen werden die Welt zu einem besseren Ort machen. Yes, ich habe meine Forschungsunterlagen im Zelt, hier da unten, glaube ich. Konnte man nicht wirklich lesen. Aha. Gut, aber was es damit auf sich hat, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vor euch dann übermorgen. Ich bin raus, bedanke mich fürs Zusehen und sage bis dahin. Tschüss.